In unserer Sommerthemenwoche Tourismus nehmen wir Sie heute mit in den Zollernalbkreis auf den Stammsitz des preußischen Königshauses, die Burg Hohenzollern. Im 19. Jahrhundert erbaut, zählt sie mittlerweile zu den größten Tourismusmagneten in der Region Neckar-Alb. Die Burg Hohenzollern. Majestätisch thront sie auf einem Zeugenberg der Schwäbischen Alb hoch über Hechingen. Mit 300.000 Besuchern pro Jahr gehört sie zu den Tourismusmagneten der Region. Seit April 2009 kümmert sich die promovierte Archäologin Anja Hoppe darum, dass die Burg für die Nachwelt erhalten wird. Und wir denken nicht in 5 Jahresschritten, sondern tatsächlich in Generationen und womöglich auch in mehreren tausend Jahren. Das heißt, es gilt, die Burgbeläufe so auszurichten, dass möglichst wenig kaputt geht. Wir müssen uns um Restaurierungen kümmern. Zu tun gibt es einiges, denn die Burg ist Wind, Wetter und Erdbeben ausgesetzt und immer wieder fallen Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten an. Dabei erhält die Burg kein Geld vom Staat, sie finanziert sich ausschließlich durch Eintrittsgelder. Die Ritterrüstung täuscht, denn eine klassische Ritterburg war die Burg, die heute zu sehen ist, nie. Auch ein ständiger Wohnsitz war sie nicht, denn die Hohenzollern wohnten damals schon längst in Berlin und Potsdam bzw. Sigmaringen. Die ganze Burg atmet den Geist des späten 19. Jahrhunderts. Mit romantischen Schlossbauten lag man damals im Trend. Die Schlösser Neuschwanstein und Liechtenstein entstanden zur gleichen Zeit. Der damalige preußische König Friedrich Wilhelm IV. Er war ein Romantiker, ein Träumer. Der hat das mal als junger Mann besucht und hat dann einige Jahre später, als er dann König war, beschlossen, diese heutige dritte Burg Hohenzollern komplett neu bauen zu lassen. Interessieren sich die Württemberger nur wenig für die Burg Hohenzollern, so gilt sie für Berliner und Brandenburger als Pflichtprogramm. Zahlreiche Ausstellungsstücke in der Schatzkammer künden von Preußens Glanz und Gloria. Auch die preußische Königskrone kann hier bewundert werden. Daneben gibt es hier die Totenmaske Friedrichs des Großen zu sehen. Sein Sarg stand noch bis 1991 in der evangelischen Kapelle der Burg. Wer sich für preußische Geschichte interessiert, kommt also an der Burg Hohenzollern nicht vorbei. Es gibt sehr, sehr gut in die Geschichte eingearbeitete Besucher. Das sind vor allem die der älteren Generation, die schon so manchen von unseren Burgführern aus dem Text gebracht haben, einfach weil sie so gut Bescheid wissen. Es gibt aber genauso die Jugendlichen, die uns wirklich fragen, ob Deutschland tatsächlich einmal einen Kaiser hatte. Natürlich hatte Deutschland einen Kaiser und seine Vorfahren hatten hier ihren Stammsitz auf der Burg Hohenzollern.